Mal mit Top 10 bitte weiter, Jugendkunstschule. Hier haben wir zwei bis drei Rednerinnen oder Redner, haben einen Ausschussbericht vorliegen. Hier wurde nach der Rednerliste Team Zastrow beginnen dürfen. Ist da das Wort gewünscht? Jugendkunstschule? Nein. BSW das Wort gewünscht? Auch nie. Dann linken Fraktionen das Wort gewünscht? Jugendkunstschule? Frau Dehnert, bitte. Könnt ihr bitte das Mikro anschalten? Frau Ulbricht, könnt ihr das Mikro bitte anschalten? Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, sehr geehrte Stadträtin, liebe Zuschauerinnen hier und im Livestream. Die Jugendkunstschule Dresden stellt mit ihrem Angebot einen wichtigen Grundpfeiler außerschulischer kultureller Bildung in Dresden dar. Sie sind ein unverzichtbarer Teil der lokalen und regionalen Bildungslandschaft. Mit ihrem breiten Angebot fördern sie die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Jugendkunstschulen setzen sich ganz besonders dafür ein, schwer erreichbare Zielgruppen zu erreichen. Und ja, sie tragen auch zur Berufsorientierung bei, besonders im künstlerischen und im handwerklichen Bereich. Uns liegt heute zur Beschlussfassung die Anpassung der Eintrittspreise und der Entgelte für Kurse, Raumnutzung und Veranstaltungen der Jugendkunstschule Dresden vor. Ebenso die Erweiterung der Entgelte für die Nutzung des Bürgerhauses Prohlis im Palitzhof. Die Anpassung der Eintrittspreise und Entgelte, ebenso wie die Erweiterung der Entgelte für das Bürgerhaus, bewegen sich im absolut notwendigen und moderaten Rahmen. Ich würde aber gerne noch ein paar Worte zum Bürgerhaus Prohlis verlieren. Das Bürgerhaus Prohlis stellt in ganz besonderem Maße die Umsetzung des Zieles der Jugendkunstschule zur Erreichung schwer erreichbarer Zielgruppen dar. Ganz im Sinne der Stadtteilentwicklung Prohlis und der Erhöhung der Attraktivität und der positiven Außenwahrnehmung des Stadtteils sowie der Stärkung des sozialen Zusammenhalts wird mit dem Bürgerhaus eine Anlaufstelle für Vereine und aktive Menschen in und für Prohlis geschaffen. Ein Ort, an dem sich die Nachbarschaft treffen und austauschen kann, kulturelle, sportliche und künstlerische Angebote in Prohlis und für Prohlis stattfinden können. Dieses Angebot sollte natürlich niedrigschwellig sein, und genau das zeichnet ein Nachbarschaftszentrum auch aus. Oberbürgermeister Dirk Hilbert sagte im Juni 2022, Prohlis gehört zu den... Wartet mal, dort die Herren, die erlauchten Herren, dort ist glaube ich, eine Form des Respekts hier. Wenn jemand hier vorne redet, entweder zuzuhören oder wenn er ganz dringende, wichtige Gespräche hat, dann bitte dann draußen führen. Frau Dehnert, bitte. Oberbürgermeister Dirk Hilbert sagte im Juni 2022, Prohlis gehört zu den Stadtteilen in Dresden, die besondere Herausforderungen bewältigen müssen. Das Bürgerhaus Prohlis soll perspektivisch vorrangig als Kultur- und Nachbarschaftszentrum wirken und vor allem Vereinen und bürgerschaftlichen Initiativen aus Prohlis eine Heimstatt geben. Es wird damit eine ganz besondere Funktion im Stadtteil erfüllen und das kulturelle Leben vor Ort weiter bereichern. Zitat Ende. Und genau dies möchte ich auch bekräftigen. Das Bürgerhaus Prohlis soll vorrangig als Kultur- und Nachbarschaftszentrum wirken und Vereinen und bürgerschaftlichen Initiativen vorbehalten sein. Vielen Dank. Okay, dann stehen auf meiner Rednerliste, damit wir es vielleicht ein Stück weit optimieren, noch Mario Schmidt und Herr Wünsch. Ist da das Wort gewünscht, Mario? Nicht der Fall. Herr Wünsch? Auch nie der Fall. Weitere Wortmeldungen sehe ich bei Bündnis 90 Die Grünen. Frau Wacker, bitte. Ich bleibe gleich am Platz. Ich beantrage die punktweise Abstimmung. Danke. Okay. Jugendkunstschule. Und Frau Reutsch, bitte. Sehr geehrter Erster Oberbürgermeister, werte Beigeordnete,
Kolleginnen und Zuhörerinnen im Saal und am Stream. Zuerst einmal vielen Dank an Frau Denhagen, die ja schon sehr viel und sehr Wichtiges gesagt hat. Ich möchte eigentlich nur was zum Ergänzungsantrag der CDU sagen. Für mich ist das ein schlechter Witz und gehört aus mehreren Gründen abgelehnt. Er verstößt zuallererst mal gegen jegliches demokratisches Grundverständnis, indem er explizit alle Parteien ausschließt, die nicht als Fraktion im Stadtrat vertreten sind. Was mich zu der Frage bringt, möchte die CDU einen ungerechtfertigten Vorteil gegenüber anderen Parteien verschaffen? Oder ist der CDU vielleicht einfach nicht bewusst, dass es eine Parteienlandschaft in Dresden deutlich bunter ist als die hier vertretenen Fraktionen? Die Begründung zum Antrag spricht die CDU selbst davon, dass Parteien der politischen Willensbildung beitragen. Wieso aber sollten nur Parteien gelten, die jetzt schon im Stadtrat vertreten sind? Sie widersprechen sich also schon selbst im eigenen Antrag. Sicherlich, grundsätzlich sollten Parteien die Möglichkeiten haben, Stadtteilhäuser und Räume zu mieten. Und das sollte auch möglichst einheitlich geregelt sein. Aber ob man darauf berufen kann, Parteien und gemeinnützige Organisationen gleichzusetzen, bezweifle ich stark. Tatsächlich hat es ein Urteil im Bundesverfassungsgericht, heißt es, Einflussnahme auf politische Willensbildung und öffentliche Meinung ist kein eigenständiger gemeinnütziger Zweck im Sinne von § 52 Abgabenordnung. Schon deshalb wäre es nicht statthaft, dies in der Gebührenordnung entsprechend zu formulieren. Des Weiteren irritiert mich sehr, dass ausgerechnet die CDU auf vergünstigte Preise besteht. Für jene, die es nicht wissen, wir reden hier von 15 Euro für die Nutzung von Kursräumen, beziehungsweise von 40 Räumen für die eines Saales. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ausgerechnet die große CDU Probleme hat, das entsprechend zu zahlen. Vielmehr sind es die Kleinen und Kleinstparteien, die jeden Cent umdrehen müssen, um ihre politische Arbeit leisten zu können. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich gehöre nämlich zu einer solchen Partei. Zugegeben, es müsste mich nicht jucken, denn mich würde der Vorschlag nicht betreffen. Ich wäre berücksichtigt. Aber für mich steht demokratische Gleichbehandlung zum Glück noch vor einem persönlichen Vorteil. Deshalb ist der Ergänzungsantrag sowohl fachlich wie moralisch abzulehnen. Vielen Dank. Okay, dann Mario Schmidt, bitte. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste, auf diesen Wortmeldungen muss ich mich dann doch noch mal äußern. Der Ergänzungsantrag hat eine ganz einfache Geschichte. Als diese Vorlage im Stadtbezirksbeirat Prohlis vorgestellt wurde durch die Leiterin der Jugendkunstschule, wurde nachgefragt im Stadtbezirksbeirat, weil wir das damals in der Nutzungskonzeption fürs Bürgerhaus auch so vereinbart haben, ob denn das Haus auch durch Parteien nutzbar sei und zu welchen Konditionen das möglich ist. Und da gab es die Antwort der Leiterin der Jugendkunstschule: Eine politische Nutzung des Hauses unterliegt der persönlichen Entscheidung der Beigeordneten für Kultur, Tourismus und Wissenschaft. So, und da sage ich ganz klar, es kann nicht sein, dass Beigeordnete, egal welches Parteibuch sie haben, eine Entscheidung darüber treffen, ob jemand in einem Bürgerhaus eine Veranstaltung oder irgendetwas durchführen kann. Wir haben es in der Nutzungskonzeption damals so besprochen. Das steht leider Gottes nicht in der Konzeption selbst drin. Wir haben es damals im Ausschuss als Festlegung besprochen gehabt. Die Leiterin der Jugendkunstschule konnte sich auch daran erinnern, dass das so besprochen war. Spannend. Und deshalb haben wir gesagt, wenn es jetzt nirgendwo steht, wir wollen nicht auf die Willkür von einzelnen Personen angewiesen sein, sondern wir wollen, dass Parteien, die natürlich auch vor Ort eine Aufgabe wahrnehmen, insbesondere, deswegen haben wir es auch eingeschränkt auf Ortsgruppen und Ortsvereine, weil wir eben nicht sagen, das Bürgerhaus Prohlis soll für den Stadtverband oder Kreisverband irgendeine Veranstaltung durchführen können, dann ist es schon noch mal was anderes. Aber die Ortsverbände, Ortsgruppen, Ortsvereine, wie auch immer sie sich nennen in den einzelnen Parteien, haben genauso das Recht aus unserer Sicht, in diesem Haus eine Veranstaltung durchzuführen und müssen da auch unabhängig von irgendwelchen Einzelentscheidungen reinkommen können. Und damit diese Möglichkeit geschaffen wird, deswegen haben wir diesen Ergänzungsantrag im federführenden Ausschuss eingebracht. Und ja, die Parteien wirken halt an der Willensbildung mit, so steht es im Grundgesetz.
Und ich verstehe ehrlich gesagt die Diskussion nicht. Alle, die hier im Raum sitzen, haben davon einen Vorteil. Und Sie wissen auch, ich habe es extra auf Fraktionen bezogen, Sie wissen, glaube ich, auch, warum ich es so reingeschrieben habe, weil wir haben hier auch eine Partei sitzen, wo wir, glaube ich, nicht wollen, dass die im Bürgerhaus sitzt oder Veranstaltung macht. Insofern bitte ich um Zustimmung zu dem Gesamtantrag, so wie zur Gesamtvorlage, wie sie jetzt als federführendes Ausschussvotum vorliegt, zu allen vier Punkten. Der dritte Punkt als Ergänzung, der kam von der SPD im Stadtbezirksbeirat, ist aus meiner Sicht sinnvoll, dass wir in einem Jahr evaluieren, wie die Nutzung ist und dann entsprechend nochmal schauen. Deswegen, wir werden allen vier Punkten zustimmen und ich bitte darum, dass das auch alle anderen hier im Rat so tun, damit das Bürgerhaus tatsächlich ein Bürgerhaus für alle Proleserinnen und Proleser ist und da zählen Mitglieder von Parteien einfach mit rein. Punkt. So. Okay, weitere Redner sehe ich nicht. Dann würden wir in die Abstimmung kommen, was den federführenden Ausschussbericht angeht, wie beantragt punktweise Abstimmung. Deshalb rufe ich den, wie gesagt, federführenden Ausschussbericht auf. Wer dem Punkt 1 zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Das wäre 67 Ja, 0 Nein, eine Enthaltung, so bestätigt. Ich rufe Punkt 2 auf. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 68 Ja, 0 Nein, eine Enthaltung, ebenfalls so bestätigt. Ich rufe Punkt 3 auf. Mit 65 Ja, 0 Nein, eine Enthaltung ebenfalls bestätigt und ich rufe Punkt 4 auf. Der wäre mit 45 Ja, 20 Nein, eine Enthaltung ebenfalls so bestätigt. Vielen Dank. Und wir würden jetzt in den zweiten Block Wahlen einsteigen.